Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle heute da seid zu unserem Qualifying zum LCDA. Das bedeutet Lancôme Color Designs Awards. Die Idee von Lancôme, dass also hier so ein Wettbewerb stattfindet, um junge Leute zu fördern, die im Bereich Visagist gehen wollen, finde ich sehr gut. Eine hervorragende Idee. Das ist natürlich wunderbar. Ein Wettbewerb ist doch gut. Das Leben, das praktische Leben des Visagisten oder des Make-up-Artisten ist ja ständig Prüfung. Heute geht es darum, dass zwei Looks geschminkt werden. Und zwar für den ersten Look habt ihr 45 Minuten Zeit. Die Zeit läuft. Alle drei Schulen, sowohl Hamburg, München und Köln, haben super tolle Arbeiten geleistet, haben ganz toll mit den Farben gespielt. Ich finde das Niveau super schön und sehr, sehr gut. Alle haben unterschiedlich super toll gearbeitet, finde ich. Also es ist mir aufgefallen, dass einige schon sehr weit sind. Der hier, den finde ich ganz, ganz toll. Ja, weil es super perfekt verarbeitet ist, das ganze Lidschatten. Die Kunst von einem Visagisten ist auch immer persönlich auf sein Model einzugehen. Das heißt, die Schwachpunkte und die Stärken des Models herauszuarbeiten. Wer dann bis nach Berlin kommt, das erfahren wir etwas später. Heute ist das Halbfinale für den Color Design Award. Und jetzt geht es langsam aber sicher um die Wurst, also zumindest für die Kandidatin, die dann eben auch nach Berlin fahren. Ja, also wir schminken jetzt die Profi-Models. 15 Minuten Nude-Look und 15 Minuten aufbauendes Glamour-Make-up. Nach Berlin fährt die Nadine und die Christina. Wir sind heute zu Gast bei Daniel Fendler in seinem Atelier. Ich habe mir natürlich erst einige seiner Kreationen schon angeschaut. Dann sind wir zu den Stoffen gegangen und er hat mir einfach die verschiedenen Farben, die er zur Verfügung hat, gezeigt, die verschiedenen Stoffe, die Muster. Das Besondere meiner Mode ist, sie ist sehr jung und sehr dynamisch. Ich spiele sehr viel mit Farben, mit Formen, mit Schnittlinien. Eine Hommage an die Weiblichkeit eigentlich. Gerade ich als Make-up-Artist liebe natürlich jede Art von Farbe und dadurch ist es einfach ganz, ganz schön, mit seiner Mode zu arbeiten, weil ich einfach Farben, die in seinen Kleidern vorkommen, aufgreifen kann. Nachdem ich Julia heute dann das erste Mal gesehen habe, war für mich sehr klar, was es für ein Kleid sein sollte. Sie hat einen sehr mädchenhaften, frischen, aber auch gleichzeitig diesen sexy Lolita-Look. Starke Farben generell, denke ich, sehen gerade auch zu ihrer gebräunten Haut sehr schön aus. Das richtig ausgewählte Make-up finde ich sehr wichtig, daher, dass das einfach ein Outfit um 180 Grad anders wirken lassen kann. Wenn ich an Berlin denke, bin ich natürlich sehr aufgeregt, aber ich versuche dort einfach meinen Weg zu gehen und alles andere um mich herum auszublenden und so weit wie möglich zu kommen. Ein unterhaltsamer Abend, ein spannender Abend. Hier ist Gucci Westman. Obviously, it's such a wonderful opportunity for all these young talents to showcase their work. Hier begrüßen wir den Rest unserer hochkarätig besetzten Jury. Gilt es, innerhalb von 30 Minuten diese so hübschen Mädchen noch schöner zu machen?
3, 2, 1, der Countdown läuft. Spannend, wer letztendlich gewinnt. Es war auch sehr ausgefallenes Make-up dabei, was ich wiederum sehr mutig finde. Aber die Jury, die Fachjury hat ja entschieden und ich denke, das Mädel hat den Preis verdient. The Papillon goes to Christina von Bülow. Christina von Bülow gemeinsam mit ihrem Model, ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ich weiß, dass morgen, und darauf konzentriere ich mich jetzt, oder darauf freue ich mich ganz besonders, morgen das Vogue-Shooting stattfindet, bei dem ich dabei sein kann.